Hallo und herzlich willkommen zurück zu Bioshock Remastered. Oh! Freundchen, wo kam der denn her? Ist da oben noch mehr? Hier ist noch einer. Ui. Wieso habe ich die denn übersehen? Das ist ja... Und den habe ich auch nicht geplündert. Wie dumm. Jo. Kann man machen. Ist das? Ein Helm. Okay. Dann gehen wir mal weiter. Wann sieht man eigentlich mal den Wald, den man hier immer hört? Das sieht, ja. Das Meer pinkelt hier herein. Ah, super. Und was war das jetzt? So einen Ort zu erschaffen. Was hast du gebaut? Nichts. Du kannst nur plündern und zerstören. Oh, das klingt nach einer Little Sister. Ja. Hallo. Komm wieder, wenn du Geld hast. Ich. Warten. Ich erzähl dir mal was über diesen Keyboards und die ganzen anderen Universitätsfuzis. Die sind ja so schlau. Meinen sie jedenfalls von sich. Also, ich hab dem Typ letzte Woche ein paar Drinks eingeflößt. Und auf einmal erzählt er mir, der Schlüsselcode zu seinem Büro wäre das Datum des Australia Day. Also gehe ich jetzt jede Woche ganz vorsichtig rein und nehme mir ein paar Piepen aus der Kasse. Der Australier kriegt das nicht mit und ich sag's ihm bestimmt nicht. Er hat echt eine Menge verrücktes Zeug da drin. Vielleicht, na, vielleicht werde ich eines Tages gieriger.
Was ist er denn? Ich höre ihn, aber ich sehe ihn nicht. Ah, da unten. Aber er kommt jetzt hier hoch. Und wir machen es mal. Ja. Alter. Thank you.
Ja, gerade schon irgendwie. Alter, weg da! Boah, war das gerade. Der Dicke, der ist richtig, richtig übel. Weißt du, die schießen, die kriegt man echt leichter gefasst, finde ich. Danke. Danke. Aber der ist ja einfach nur mega schnell, ey. Ja, warum geht der nicht da rein? Mädchen. Das sieht nicht so geil aus. Der Trennschalter ist hier drüben, jawohl! Weil Mr. Ryan Wichtigeres zu tun hat, als für Loyalität in seinen Reihen zu sorgen. Ui. Das letzte Stück von dir gefressen hat, wird Rapture wieder auferstanden sein. Ich werde die Parade anführen. Wer war denn das, werden sie fragen und auf die traurige Figur zeigen, die an meiner Wand hängt. Wer war das? Ja, ich nicht. Ich habe Mr. Ryan angefleht, Fontaine Futuristics an die Leute von Atlas zu übergeben, als eine Art Friedensangebot. Aber dieser Mistkerl nimmt einfach keine Vernunft an. Nein, er spleist und manipuliert die Massen immer schlimmer, gibt ihnen immer stärkere Plasmide. In Rapture findet ein regelrechtes Wettrüsten statt. Nur geht es nicht darum, wer die besseren Kanonen oder Bomben baut. Es geht darum, wer schneller vom Menschen zum Ungeheuer werden kann. Hm. Ja, da wird es ganz schön warm, würde ich sagen. Neues Tonikum, Sicherheitslücke 2. Warum sollten Sie preisgeben, wo Sie stecken? Die neueste Version von Sicherheitslücke lässt Sie mit Leichtigkeit jedes Sicherheits... lässt Sie mit Leichtigkeit jede Sicherheitskamera oder jedes Geschütz umgehen. Okay. Wollen wir nicht. Wir haben bessere Sachen. Ich habe die Kleine, die heute in den Laden gekommen ist, nicht erkannt. Hatte eine Mordsoberweite und war ganz schön aufgedonnert. Sie lässt sich nicht in die Karten gucken, aber man muss nicht studiert haben, um zu erkennen, dass sie irgendwas im Schilde führt. Sie hat nach Magnetverschlüssen und solchem Zeug gefragt.
Ich habe einen noch schwer von Begriff gemacht, aber sie hat mich durchschaut. Nachdem sie mich dann vernascht hat, habe ich ihr die Wegbeschreibung zu Kiburz und den Werkstätten gegeben. Rapture ist wohl nicht mehr zu retten, aber manchmal ist die große Kette noch ganz gut zu gebrauchen. Mhm. Suche den Hitzeverlustmonitor. Okay. Noch ein bisschen was saufen hier. Der Hitzeverlustmonitor. Da bin ich immer gespannt. Hier sollen wir wieder raus. Oh, ich hasse diesen. Ein Mann baut eine Stadt auf dem Meeresgrund. Das ist ein Wunderwerk. Ein anderer Mann ist zufällig an Bord eines Flugzeugs, welches genau über dieser unterseeischen Stadt abstürzt. Und das ist wahrlich das viel größere Wunder. Na, wo recht hat, hat er recht, ne? Du, eigentlich hat er recht. Einen Big Daddy haben wir noch und eine Little Sister. Wir glaubten uns vor dem göttlichen Licht verbergen. Moment mal! Was? Ketzer! Hä? Das war ein guter Treffer, würde ich sagen. So, die Frage ist jetzt natürlich auch, wo die letzte Little Sister auftaucht. Ah, hier. Okay. Her, Mäuschen. Nein. Doch. Nein. Nicht? Nein. Hör auf. Junge Dame, so läuft das hier nicht. Du hast gefälligst zu hören, wenn man dir nichts sagt. Danke, Mister. Kein Problem. So.
Hol jetzt mal einen Lahm. Zeit für die Haie, süßer Engel. Ja. Gute Nacht. Perfekte Medi-Station. Oh, verdammt. Hier ist doch... Wo war hier denn die... Die Genbank? Da ist ein Verkaufsautomat. Den habe ich... Nein, das stimmt ja. Der macht ja komische Sachen. So. Was haben wir denn hier? Winterblast. Technik-Tonika. Nehmen wir einmal. Und Kampftonika. So. Dann brauche ich aber noch einmal einen Laden. Also ich frage mich gerade, wo der herkam. Ah, das ist doch schon mal schön. So, Technik-Tonikum. Alarm-Experiment. Was haben wir denn jetzt da noch drin gehabt? Shorten Alarms. Verringert die Dauer von Kameraalarm. Okay, verringert die Preise an Verkaufsautomaten. Das finde ich gut. Das machen wir. So, und dann haben wir hier noch einen neuen. Wrench Jockey. Aber das brauchen wir nicht. Frozen Field, Human Inferno. Frozen. Weniger durch Feuer, durch Eis. Na, machen wir. Human Inferno. Trotzdem, ich brauche einen Laden. Anfertigen. Oh, das ist aber auch gut. Verdammt. Warum kann ich eigentlich nichts, keine Dings hier herstellen? Keine, Gesundheitsdinger da. Nee, da, wo ist denn dieser Eingang jetzt? Och, Mann. Workshops, ist das hier? Oh, ich sehe da schon kaum, dass ich jetzt gleich sterbe. Natürlich stirbst du nicht. Du bist noch ein Krieger. Babys sterben nicht.
Alter. Das ist auch nicht. Wo ist denn dieser andere Durchgang jetzt? Ja, finde eine Medistation. Da bin ich gerade auf dem Weg hin, mein Bester. Hier durch? Ja. Hier wollte ich durch. Hier war doch irgendwo ein Shop. Leicht zu erreichen. Oh, willst du mich verarschen? Jetzt können wir weiter. Oh, Mann, 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 Mann. So, hier müssen wir rein. Ab in die Werkräume. Dann sollte man nachladen. Das ist eine gute Idee. Hallo, Mr. Bubbles. Da ist er. Voll falsch abgenommen erstmal hier. Nicht nach. Oh, den da. Ja, ganz froh, dass so ein Big Daddy nicht böse wird, wenn keine Little Sister aus dem Rohr, aus den Rohren kommt. Ryans Pleiser schaffen gerade die junge Frau weg. Sicher ist sie eine von Ryans Spionen, hergeschickt, um mich auszuhorchen. Ich glaube es jedenfalls. Falls ich mich täusche, endet ein unschuldiges Mädchen an Ryans blutiger Trophäenwand. Falls ich recht habe, naja, ich hoffe mal, ich habe recht. Das Gerät ist so gut wie fertig. Ich kann mir jetzt keine Gefühlsduseleien leisten. Bloß das nicht. Das kann gut sein. Ich
Ich habe Mr. Ryan angefleht, Fontaine Futuristics an die Leute von Atlas zu übergeben, als eine Art Friedensangebot. Aber dieser Mistkerl nimmt einfach keine Vernunft an. Nein, er spliced und manipuliert die Massen immer schlimmer, gibt ihnen immer stärkere Plasmide. In Rapture findet ein regelrechtes Wettrüsten statt. Nur geht es nicht darum, wer die besseren Kanonen oder Bomben baut. Es geht darum, wer schneller vom Menschen zum Ungeheuer werden kann. Das ist ja doof. Aber ich beende die Folge an der Stelle und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten wieder. Bis dahin erstmal. Tschüss.